Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ja, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Ich habe euch gezeigt, was das auf sich hat, weil für diejenigen, die es noch nicht kannten, da wollte ich jetzt noch sagen, wenn man jetzt auf Punkte macht, dann sollte man immer auf den Kopf schießen bei den Figuren dann. Da gibt es dann 100, glaube ich. Und natürlich, wenn man B macht, dann C und so. Das wird dann immer schwerer mit der Zeit. Okay, aber machen wir jetzt erstmal hier weiter. So, jetzt bräuchte ich nämlich wieder mein Scharfschützengewehr. Weil da hinten um der Ecke nämlich jetzt, komischerweise. Bösen stehen. Und dann fangen wir mal mit denen an. Doppel. Wow, voilà. So. Den noch. Ah, hat er gut geklappt. Geld haben sie alle fallen lassen. So, jetzt können wir nämlich hier den Kelch einsetzen. Und das Gitter geht auf. Die Schätze hatten wir ja schon alle mitgenommen. So, ich wechsle mal wieder auf... Ne, auf Pistole nicht. Jetzt würde ich sagen... Schrotflinten. So, einmal hier durch. Ah ja. Okay, dann haben wir hier aber erstmal noch was. Ich glaube, hier ist eine Schlange drin. Ja, habe ich doch gewusst. Soweit habe ich es dann doch noch gut in Erinnerung. Aber leider... ja, komm, wir können ja hier... Das einmal. Na. So. Heilung braucht jetzt keiner von uns. Ja, ich dachte jetzt gerade, ich hätte noch die Sniper in der Hand. So, das können wir auch mitnehmen. Hier war sonst nichts weiter. Hier ist aber noch was drin. Da vorne ist auch noch was drin. Ne? So. Und hier hinten ist auch noch was. Schrot. Oh, die brauchen wir ganz dringend, aber... Kann der hier nicht... Ah ja, 4 Schuss. Bin ich am überlegen, Blendgranaten haben wir sehr viele, aber wenn später nochmal diese ekligen Dinger kommen, dann ja, ist ja nur eine. Da würde ich aber doch lieber die Feuer weglegen. Ja, geht jetzt nicht anders. So, hier ist aber nichts mehr. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal, man könnte jetzt hier durch. Aber wir gehen den Weg, weil es da nämlich noch einen Schatz gibt. Ah ja, und hier gibt es auch noch. Die können wir gleich mit denen verbinden. Sehr schön. Ja, solange man immer noch eine Lösung findet, geht's. Aber wenn dem nicht so ist, ich glaube, Ashley kommt jetzt mit hoch. Ja, und hier oben haben wir nämlich noch... Ein Schatz versteckt. Ja, sag ich doch. Auch nochmal die gleiche Lampe. Da können wir nämlich jetzt gleich noch den grünen einsetzen. War das die? Okay, und den roten auch noch. Und dann brauchen wir jetzt noch 2 blaue Steine. Naja, hoffentlich kriegen wir die jetzt.
Hoffe ich natürlich. So, dann können wir nämlich gleich hier runterspringen. Ja, das Vieh hier könnte man auch erledigen. Ich weiß jetzt ja nicht, wie viel Munition ich dafür verbrauche. Ich könnte es ja mal ausprobieren mit meinem... wie viel Schuss haben wir denn da noch? 6 extra und 5 drinne. Brauchen tue ich dann da aber... Die Magnum will ich jetzt nicht. Na, wir könnten ja... Da sind noch 2 von denen. Die brauchen ungefähr 3. 6 brauchen so ungefähr. Könnte ich 5 von denen nehmen. Und dann von der Pistole vielleicht noch reichlich. 50, sagen wir mal so... Ja, 58 Schuss ungefähr. Na, wir werden sehen. Erstmal runterspringen. So, Ashley auffangen. Ja. So, erstmal kümmern wir uns um die Viecher, die gleich kommen. Ja, Ashley wird uns jetzt gleich wieder verlassen. Da kommt nämlich jetzt eine schöne Frequenz. Oder Cutscene. So, wir müssen uns jetzt hier wieder mit einigen Käfern umschlagen. Da gibt es auch einen kleinen Trick. Man geht einfach hier zur Tür. Weg. Solange die in der Luft sind. Schlecht heute. So. Ja, rot. Nur rote. Also da würde ich dann doch schon sagen. Oder ist hier noch irgendwo einer, der hier rumfliegt? Man kann auch einen Raketenwerfer nehmen, aber der ist mir zu teuer und jetzt können wir allerdings mal hier ein Ei nehmen. Jetzt sind wir wieder fast voll. Ah, jetzt bin ich am Überlegen. Pistole. Wir nehmen erstmal hier. Von den Dingern. Hatte ich ja gesagt, oh, da sitzt sogar noch einer. Das reicht schon. Weg ist das Ding und seht ihr, wie viel der leuchtet. Wir laden mal nach. So, rüsten wir unsere Pistole wieder aus. Hm. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass einer blauer dabei ist. Oder zwei, besser gesagt. Oh nein. Ah, einen blauen haben wir schon. Und Magnum-Munition. Ach, und wieder ein roter. So, war es das? Da ist noch einer. Lass es ein blauer. Ne, ein grüner. Schade, schade, schade. Ich hätte gedacht, ich hätte das jetzt damit dann schon abgewickelt. Aber wir können ja den blauen gleich mal einsetzen. In einer Lampe. Aber es kommen noch mal so eine Viecher. Ach, die hat er jetzt gestapelt. Ach so, weil sie gleich waren. So, der ist jetzt voll. Grün. Rot, grün, blau. Und hier fehlt jetzt noch ein blauer. Und die restlichen können wir alle verkaufen. Weil ich glaube, es gab bloß 2 Lampen in dem Spiel. Ja. Da leuchtet ja nichts mehr. Also seht ihr, könnt ihr mit, was waren das jetzt, 4 von diesen Minenwerfer und schon. Ja, ich glaube, das geht jetzt noch gar nicht.
genau. Aber die sind jetzt schon mal angeschlagen. Die schießt man jetzt einfach runter. Bang. So. Sehr schön. So, dann hätten wir das auch geschafft. Leuchtete da hinten noch was? Nee. Okay, gehen wir weiter. Ich hoffe mal, dass wir den blauen, dass wir den noch kriegen. So. Einmal Munition. Ach, hier ist der Händler. Warte mal, war da vorne nicht noch? Ah, nee. Okay. Welcome. Gehen wir erstmal zum Händler. Got some rare things on sales. What are you selling? Und verkaufen erstmal wieder was. Und zwar den 32.000 gibt's da sogar. So. Thank you. Aber die können wir jetzt auch verkaufen. Is that all? Thank you. Weil ich bin mir sicher, dass... Is that all, stranger? Thank you. Is that all? Dass es da keine weiteren Lampen gab. Is that all? Ein Seinkristall noch. So, das war's dann schon wieder. Hm. What are you buying? Gucken wir mal, ob er was Neues hat. Nö. Nee, man könnte jetzt auch, man hätte auch jetzt hier mit der TMP, mit der hätte man auch ganz gut das Ding da abschießen können, dieses große. Die macht sie auch ganz gut dafür. What are you buying? Oh, wir können unsere Rettung mal wieder aufrüsten. Thank you. Das ist sehr schön. Thank you. Is that all? Und die natürlich. Thank you. Is that all? Thank you. Noch eine und unsere Schrotflinte auf. Is that all? Oh, jetzt Thank sind wir gleich pleite. Thank you. Ja, den Minenwerfer, den machen wir nicht. Ja, haben wir jetzt schon wieder Waffen sehr gut stark. Das heißt, speichern werden wir auch auf jeden Fall. Und den nächsten. So, dann wollen wir mal sehen. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, was kommt. Ja. Wenn wir hier nämlich das abschießen. Na. War doch auch noch. Genau. Das können wir aber im nächsten Mal verkaufen. Ich weiß jetzt ja nicht, ob die da unten... Ah, ich glaube aber... ja. Hier ist dann auch wieder... Normalerweise geht man in den Kirchturm rein hier und muss dann so eine Hölzer, die sie dazwischen geklemmt haben, zwischen den Zahnrädern beseitigen. Und normalerweise würde hier drüben auf der Seite welche stehen mit... Na, jetzt kommt erstmal eine Frequenz. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Ja. Da drüben müssen wir hin. Shit. Genau. Jetzt sind hier gar keine. Da oben allerdings sind schon Dinger. War hier noch was drin? Nee. Hier war nichts drin, aber die können wir ganz locker abschießen. So, hier haben wir noch ein rotes Kraut. Können wir auch noch mitnehmen. Ach. Hier ist zu. Ja, und abnormal ist da auf. Ich glaube, jetzt schießen die auch gar nicht da oben. Und die
zwei Kisten, die hier oben stehen, die können wir jetzt auch nicht holen. Ah, Mist, ich ärgere mich immer mehr, dass ich das auf leicht gemacht habe. Nehme ich jetzt auch. Hier komme ich nie rein. Richtig. Aber hier müssten jetzt doch welche auftauchen. Oh, da speichere ich mal lieber. Ich glaube, da kommt sogar einer mit Raketenwürfer. Ich speichere aber mal über den überschreibbar. Sehen, ob das nee, ne? Jetzt kommt hier gar keiner. Boah. Das habe ich gar nicht mehr. Naja, gut. Auf leicht habe ich ja auch gespielt, wo ich das erste Mal das durchgespielt habe. Und dann habe ich ja normal und die anderen Schwierigkeitsgrade. Normal, schwer und Profi. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viel wegfällt bei leicht. Normalerweise wären hier noch... Aber das ist wenigstens noch da. So. Da versuchen wir jetzt mal. Die beiden erstmal weg. Jetzt müssen wir uns um die kümmern. Der hat nämlich... Mal sehen, ob er sich nochmal umdreht. Da müssten eigentlich auch zwei kommen. Oder? Los, dreh dich um. Wie gesagt, die sind ja blind. Man kann normal laufen. So, aber rennen darf man nicht. Er kommt natürlich in meine Richtung. Finde ich jetzt gar nicht nett von ihm. Ah, er geht wieder hoch. Das ist die Gelegenheit. Flippt er jetzt aus? Oh ja, er flippt aus. Er ist also in der... Der ging jetzt mal ganz krass daneben. Der hat gesessen. Und das war es auch schon. Ah, es ist doch ganz schön leicht. Also, jetzt haben wir hier noch 4 Schuss. Die könnten wir eigentlich verbrauchen, weil dann kann ich das schon verkaufen. Ja, 15.000. Normalerweise, ja, auch wieder auf normal, kommen hier 2. Und auch mehrere von den anderen. Und dann kann man hier diese Glocken benutzen, damit die 2 Dinger dahin. Können wir schon wieder nicht aufnehmen. Hm. Ah doch, können wir doch aufnehmen. Moment mal. Ich kann ja noch hier mischen. So. Weil wir den Platz ja dann auch brauchen. Hier ist nochmal Geld. Ich laufe mal sicherheitshalber doch nochmal hier. Denn hier... Ach, der ist ja noch hier. Der lässt eigentlich einen Heilspray fallen. Was wir jetzt wahrscheinlich nicht aufnehmen können.
verflixt. Okay, wir werden das Ei. Das Ei werden wir. Verwenden. Ja, können wir sogar noch verwenden. Okay. Dann war es ja nicht ganz umsonst. Haben wir es ja nicht weggeschmissen. Ach, Schrot können wir auch nicht aufnehmen. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Na komm. Müssen wir jetzt eine. Doch eine Blendgranate mal ablegen. Ja, und hier hätten wir noch eine zweite Glocke. Also hätten wir da. Man kann die auch mit dem Scharfschützengewehr ganz gut. Oder mit der Magnum, ne? Aber die Magnum wäre mir dann da wieder zu schade für. So. Hier ist nichts weiter. Noch ein Spinell, braucht er eh nicht mehr. Hier auch nochmal einer. Und zwar hier glaube ich nichts, ne. Ashley. Ah ja, und jetzt kommt auch wieder eine richtig gute. Leon! Mr. Kennedy! Don't you know when it's time to throw in the towel? No! Leon! Haben wir mal das Richtige gedrückt. Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Ja, jetzt kriegen wir es mit dem Roten hier zu tun dann. Das wird auch nochmal ein Spaß. So, maybe you have 9 lives. But it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Der ist ganz schön angepisst. Ja, und jetzt sind wir hier. Seht ihr schon. Boah. Voll die Gülle. Das muss hier stinken, weil hier nur einige Leichen hier aufgespießt wurden. Hier gibt es aber auch einiges zu finden. Zum Beispiel ein Seinkristall. Dann haben wir hier noch TMP-Munition, die wir nicht benötigen. Ja, lassen wir erstmal liegen. Okay, dann gehen wir erstmal zum Händler. Da liegt nur noch eine Granate. Got some rare things on sale, stranger. Wir werden erstmal schnell den Minenwerfer verkaufen. Genau, das brauchen Is wir nicht all, mehr. Stranger? Thank you. Da müssen wir genau gucken. Ja, hier ist der Minenwerfer. Viel gibt's nicht dafür. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, sammeln wir erstmal den Rest auf. Nochmal Magnum. Und das schöne Kraut können wir nämlich auch gleich noch kombinieren. Boah, Heilung haben wir eigentlich. Müsste die Heilung gut reichen. Ja, da verkaufen wir die TMP, verkaufen wir wieder. Dann werde ich das mal ein bisschen sortieren hier, wenn es. Granate, die behalte ich auch und eine Brandgranate, naja, vielleicht behalte ich sie auch alle. Mal sehen. Aber hier müsste, die kann man auch hier, die machen zwar keinen Schaden, aber man kann sie hier abmessern. Stirbt. Geht mir nicht auf den Sack. Weiß jetzt nicht, ob die unendlich kommen.
den Händler, die nicht auf den Sack gehen. Ja, ich glaube, die kommen unendlich. Hier haben wir aber noch, hier muss doch noch irgendwo. Gab es hier nicht noch einen anderen Schatz? Also ich habe so eine Erinnerung. Als ob es hier. Ah ja, wusste ich doch, die Krone. Ja, da fehlen auch noch zwei Teile. Die holen wir uns natürlich auch. Und sprechen wir nochmal mit den Händler. What are you selling? Jetzt können wir nämlich noch andere Sachen verkaufen. Die TMP zum Beispiel. Is that all? Die brauchen wir Thank nicht. You. Ja, drei Brandgranaten, drei Brand. Ja, die behalten wir mal, die Granaten. Und wir können die Spinellen weg. Thank you. Zwei Seidenkristalle können weg. Thank you. Ja, die Lampe noch nicht und die Krone erst recht nicht. Viel Geld haben wir allerdings nicht. Was verkaufte er denn jetzt hier für eine neue Waffe? Ach, die Striker. Nee, wir bleiben bei unser. Die Striker, die kann zwar zum Schluss, ich glaube 100 Schuss hat die, aber nimmt, ich glaube, 8 Plätze weg. Nee. Das lassen wir mal so. Gucken, was wir so noch auftun können. Ja, gar nichts. Okay. Ja, ich würde gerne die hier hinsetzen. Und die Magnum-Munition müsst ihr jetzt auch mal mit ansehen, wie ich das hier jetzt mache. Dann würde ich gerne die Granaten alle hier unten hin. So. So. Die noch. So. Die tauschen wir kurz hiermit aus. Die kommt mal da oben noch hin. Ach, hier haben wir ja noch die. Okay, dann machen wir das so. So. Eins höher. Da hätten wir dann noch einen Platz für ein Ei. So, sieht es doch gleich besser aus. Okay, dann speichere ich hier mal und das müsst ihr jetzt nicht mitsehen und mache hier mal einen Schnitt und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare, würde mich freuen und über jedes Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Tschüss.